Ey du Loser, mach mal Platz, wenn ich hier lang will. Genau, Platz mal Fetti. Bang! Jetzt rennt er wieder zu seinem geliebten Bike. Ey, du nervst echt krass, Alter. Ich will biken, ich will ins Gelände, bla bla bla. Ich bin der Coolste. Ach, lass ihn doch. Was hat denn doch seine Mutti zum Geburtstag geschenkt? Bild dir bloß nichts auf den Laden deiner Eltern ein und erst recht nicht auf dein bescheuertes Bike. Hi. Moin. Ich bin Maxi, also eigentlich Maximilian, aber das ist mir irgendwie zu lang. Ja, ich bin Nick, eigentlich Niklas Manuel, aber das ist mir zu doof. Du bist neu hier, oder? Ja, wir sind gerade mal wieder umgezogen. Mein Vater arbeitet jetzt hier an der Uni. Meine Eltern haben einen Fahrradladen. Wie cool. Ja, willst du mal mein Bike sehen? Habe ich gerade zum Geburtstag von meiner Ma bekommen. Ja klar, dürfen wir denn in der Pause überhaupt zum Fahrradstand? Eigentlich nicht, aber Herr Pauli hat Aufsicht und der checkt eh nichts. Okay, das sieht man. Boah, geil. Das war bestimmt teuer. Ja, schon, glaube ich. Ich habe das zum Geburtstag ja geschenkt bekommen. Ist auf jeden Fall gut im Gelände hier mit den Stoßdämpfern. Setz dich doch mal drauf. Ja, nicht schlecht. Da vorne steht meine Möhre. Okay. Sieht zwar aus wie ein Mountainbike, ist aber wohl eher für die Straße. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier und da ein bisschen Schnickschnack weg. Hier. Schnickschnack? Ja, hier. Das brauchst du, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wozu. Das Licht, das könnte man dran lassen, aber ist grenzwertig. Die Bremsen, die muss man auch nochmal überarbeiten. Die haben nicht genug Zug. Ja, sind andere Pedalen, weil damit rutscht du wahrscheinlich dann im Gelände ab. Ja, und sonst eigentlich ganz gut. Den Gepäckträger, den braucht man eigentlich auch nicht. Obwohl für die Schule, aber sonst. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wollen wir uns vielleicht heute Nachmittag treffen? Ja klar, gerne. Wo wohnst du? Nelkenweg 15. 3? Geht klar. Was macht ihr denn da bei den Fahrrädern? Geht mal bitte weg da, ihr dürft das nicht. Mist. Ey, wenn die blind sind, können die dafür umso besser hören, ne? Das ist... Da bist du ja endlich. Hi. Ja, ich habe deine Adresse einfach hier ins Handy eingegeben. Und das hat die Ankunftszeit perfekt berechnet. So wusste ich genau, wann ich da bin. Okay, du wirst bestimmt mal Steuerberater. Wo fahren wir denn jetzt hin? Lass dich überraschen. Okay, los geht's. Ja. Thank you.
Das ist mein Hügel. Hier fährst du runter? Krass. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht. Soll ich mal? Ja klar, zeig, was du kannst. Ich bleib hier in Sicherheit. Ja, mach das. Ich komme. Cool, oder? Ja, echt abgefahren, ey, krass. Ja, jetzt du. Boah, ich weiß nicht, ich werde mich doch sicher höllisch abmaulen. Ich habe mich auch schon oft abgemault, aber der Boden ist ja weich, tut nicht so doll weh. Na gut, aber ich versuch's erstmal langsam, ja? Ja, versuch's langsam. Alles gut? Krasser Shit. Ja, alles gut. Hast du wenigstens gefilmt? Aua. Nee, sorry. Tut mir leid, hab ich nicht. Ist denn alles gut? Ja. Okay. Jetzt guck dir mal mein Fahrrad an. Ja. Scheiße. War wohl nicht so eine gute Idee, ne? Geht's dir denn gut? Ja. Was ist denn das da? Was denn? Na, das Silberne da. Sieht aus wie ein Metall. Ja, weiß ich nicht. Warte. Guck mal. Ein Messer hast du auch noch dabei. Oh Mann. Eine Geldkassette? Wir sind reich. Mhm, ist klar. Kriegst du die auf? Eigentlich fährt hier nie einer. Lass mal lieber verschwinden. Ja, komm. Schnell. Du sicher, dass es hier ist? An. Zeig mal her. Ja, zeig da an hier. Zeig mal. Ja, dann muss man da hinten hingehen. So, hier muss das Teil jetzt irgendwo sein. Was sagt denn das Ding? Nix. Wie nix? Alle. Wie alle? Oder Empfang vielleicht. Ich weiß auch nicht. Empfang, zeig mal. Das ist ja aus, das Ding. Die Batterie leer. Oh, du Schwachkopf, Alter. Ich glaube, ich habe das vergessen aufzuladen. Der Boss reißt uns den Kopf ab, Mann. Was ist denn das da? Oh. Hier hat das doch gelegen, oder nicht? Hat jemand ausgegraben? Oh. Die sind doch schon längst weg, alle. Pass auf, wir bleiben ganz ruhig. Wir fahren jetzt zurück, dann tauschen wir da die Batterien, dann wird uns das Ding schon zeigen, wo wir hin müssen. So machen wir das. Alles klar. Hey, meine Eltern kriegen mich. Guck dir das an. Ach, stell dich nicht so an. Lass uns erst mal gucken, was da drin ist. Meine, guck mir das Ding jetzt mal an. Guck mal, ob man hier. Ja.
nimm das mal. Scheiße, das Ding hat einen Peilsender. Der Typ in dem Handy hat versucht, uns zu orten. Oh, scheiße, wenn er das auflädt, dann kann er uns finden. Dann lass los, komm, gucken. Heraus, gucken. Fuck, die haben uns gefunden. Okay, komm, rein. Ich komme von die drei. Ja. Polizei Notruf, wie kann ich helfen? Ja, hier ist Niklas Manuel Röben, Nelkenweg 16 in Basdorf. Ich und mein Freund, wir waren im Wald und da haben wir so eine Kassette gefunden. Und jetzt verfolgen uns zwei Männer. Die haben uns wohl geortet oder so. Nelkenweg 16 in Basdorf, okay. Einen Moment bitte, kurz dranbleiben. Ida 14 für Leitstelle. Ida 14, ja. Notruf Nelkenweg 16 in Basdorf, komme wieder. Verstanden, wir sind ganz in der Nähe, wir fahren gleich los. Okay, verstanden. Okay, was genau habt ihr gefunden? Also, da war so eine Geldkassette, ist das, aber leider ohne Geld. Da war nur so ein USB-Stick und eine Disk oder sowas war da drin. Aber die Typen sind anscheinend voll scharf drauf, weil die sind schon hier. Alles klar, ganz ruhig. Kollegen sind schon unterwegs. Jetzt ja, okay, alles klar, danke. Hallo? Niklas Manuel? Die Polizei ist unterwegs. Was machen die Typen? Scheiße, aufgelegt. Hoffentlich später ist hier kein Schimanski. Zwei dunkle Typen und eine Geldkassette im Wald, CD, USB-Stick. Das passt doch genau zu dem Hackversuch bei der Landesbank. Das ist mir doch schon seit Wochen dran. Das könnte sein. Disk und USB-Stick, das passt auf jeden Fall zu den beiden Gesuchten. Hoffentlich geht das alles gut. Ich schicke nochmal Verstärkung. Leitstelle für Ida 04. Aufs Grundstück. Scheiße. Da, die Polizei kommt. Ja, komm, komm. Gören, Alter. Musste das jetzt sein, ey? Ja. Boah, es reißt uns den Kopf ab, das sag ich dir.
nicht meine Schuld. Wir gehen erstmal rein. Setzt euch mal da aufs Sofa. So, und jetzt mal ganz ruhig. Kommt mal ein bisschen runter, ja? Ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht. Im Gegenteil. Okay? Ich sehe schon, ich glaube, ich rufe erstmal eure Eltern an, damit die mal herkommen, oder? Ja, gut, dann machen wir das mal. Ey, hier wohnt doch Nick, der Loser, oder? Der hat bestimmt kein Licht an seinem Fahrrad. Ja, was ein Loser. Loser, wohl eher Held des Tages. Und jetzt ab nach Hause mit euch. Bist du ja endlich. Moin. Dein Fahrrad sieht ja immer noch so scheiße aus. Ja, ich habe die letzten Tage keine Zeit. Ja, ich muss immer zu meinen Eltern bringen, dann geht das. Morgen gehe ich damit hin. Ja. Wollen wir dann? Ja. Diesmal entscheide ich, wo es lang geht. Diese Waldgegend hier ist auch cool. Und da sind nicht so hohe Hügel. Okay. Dann fahr du vor. Warte mal kurz, was ist das denn hier Cooles? Warte mal, da glänzt mal wieder was. Warte. Ne, Finger weg. Ein Tatort reicht. Komm, wir verschwinden. Dann geht's mal weiter hier, ne? Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play back, trust me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Was machst du da? Machst du ein Video? Mhm. Das ist wieder die tolle, das ist die Making-of-Kamera. Ja. The Marking. Ich bin der Bessere. Hi. Moin. Ich bin Maxi, also eigentlich Maximilian, aber das ist mir nicht zu lang. Ja, ich bin Nick. Und bitte. He arrived. Good morning. Morgen. What's up, my mate? Na, ihr könntet überlegen, ob ihr das, was wir brauchen, außer die Fahrräder in Übergang tun und das dann dahin fahren, damit man es nicht alles dahin schleppen muss. Das kann natürlich. Ist das nicht schon alles im Caddy? Das ist ausgeladen, weil der Caddy fährt gleich zurück. Ah. Ist er wieder ab und dann rafft ihr euch hier wieder hoch mit euren Fahrrädern. So, eine Scheiße, Gepäckträger abgeflogen. Hat Linus völlig umsonst repariert. Ich glaube, wenn ich den jetzt so fest gemacht habe, dann kann er ja gar nicht mehr abfliegen. Das mache ich dir, dass der abfliegt. Keine Sorge. Ah, lieben wir. Weiß ich ja nicht. Was ist denn da alles drin, ne? Ja. Kamera mit Busch. Ist alles Rad rumgeflogen. Ah. Nicht so gut. Nö, ich bin... Was für... Das ist eine Powerbank. So. Du hast, André, wo ist die Powerbank? Hier ist die Kamera, die gerade eben beim Unfall zum Glück nicht kaputt gegangen ist. Was machen Sie hier? Was ist Ihre Aufgabe? Mitschüler sein. Was machen Sie denn hier? Also ich soll hier so ein bisschen das Making-of drehen, ne, mit der Kamera, mit der ich hier gerade gefilmt wird. Und ich habe eigentlich nur die Rolle gehabt, dass ich da eigentlich nur mitlaufen sollte und nur ein bisschen lachen sollte. Und wie ist das Super. Catering so? Das ist Catering? Gut. Ganz gut. Und ganz lecker, ne? Catering ist Essen. Catering ist Essen und Trinken. Essen ist fabelhaft. Was machen Sie hier? Ich baue gerade die Kamera zusammen. Mit dem Klebeband? Ja. Ne, mit Zotzel. Was ist schon abgemault? Was ist bei dir so der Fall hier? Was machen Sie hier? Ich warte. Was ist deine Aufgabe hier? Nix, wie immer. Dumm rumstehen und schlau schnacken. Nein. Okay. Heute werde ich wohl Danny im Ton ablösen, weil der eben weg ist, aber auch nur bis mittags. Genau. Und dann mal gucken. Okay. Und André, was machst du? Ton. Es ist soweit. Gleich wird's ernst. Die Kamera wird schon aufgebaut. Mit Stativ. Lass mal aber einfach nur damit wir ein bisschen. Du hast die 14er drauf, oder? Genau. Ja. Die kommen jetzt lang gefahren, Mattes Blau fährt vorweg, ja. Kommt um die Kurve und dann kommt Mattes Bunt hinterher und überholt ihn erstmal. Aber der ist jetzt hier in seinem Element. Jetzt genau. Gas. So, ne? Also willst du mitschwenken? Ja. Alles klar, dann alle hinter die Kamera. Alles klar. Achtung! Und los! Hier ist die Bremse, ne? Und dann müsst ihr weitermachen. Hier fährst du runter. Ich hab mein Text vergessen. Ach, wenn man das ein paar Mal macht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, ich glaube, ich werde Stuntman, oder? Ich finde, dein Sturz war sehr gut. Mein Außerpuster jetzt, ich komme schwitzen. War das, also jetzt mal ernsthaft, war das gespielt oder bist du wirklich auf dem Fall? Das war gespielt. Aber das war sehr, hast du sehr gut gemacht, das sah sehr realistisch aus. Ich dachte wirklich, also wirklich. Ich hätte dich abgepackt und das wäre jetzt improvisiert. Nee, das war schon so klar. Die Wagen. Genau.
Kamera läuft. Ton. Du läufst jetzt die ganze Zeit so, bis gesagt wird. Es muss irgendwie ein Zeichen dafür, wann er hochgehen kann. Ja. Das sieht er ja, wenn er gestoppt hat. Nein. Er stoppt ja. Ja. Und dann kommt er angefahren. Und dann sind 3 Sekunden, wann er rankommt. Alles klar. Okay, dann go. Fahr los. Und du bist gestoppt. Okay, dann geht's. Vorne? Dass du diese 2 Praktikanten einfach mit an beide Seiten von der Tonangel dranhängen. Dann muss André das noch machen. Boah, das sah von hier aus sehr gefährlich aus. Ja. Ja, dann im Abspann dann, wir wünschen unserem Kameramann gute Besserung. Okay, das müssen wir nochmal machen, glaube ich. Das war gut. Ich könnte das mal. Cool, oder? Nee, dann sag ich erst mal. Okay, dann gehe ich weiter weg, sonst. Keine Sorge, der Boden im Wald ist total weich. Und dann bist du ja angefangen und hast dir die Äste wieder gemacht, ne? Nee. Okay, und los. Ein bisschen langsamer, Manfred. Ja. Lass die ein bisschen rankommen auch. Nur ein bisschen. Jetzt kann der Shot eigentlich so losgehen. Das ist das. Das ist ein sehr schönes Bild. Das sieht richtig schön aus. Kommt mal näher ran. Und bitte. Da bist du ja endlich. Ja. Das Fahrrad sieht ja immer noch so scheiße. Ja, ich will die letzten Tage keine Zeit. Bring das doch mal zu meinen Eltern. Die machen das schon wieder morgen. Okay. Klar. Wollen wir dann los? Ich fuhr hier eigentlich. Ja. Jetzt entscheide ich mal, wo es lang geht. Hier ist auch. Warte mal kurz. Are we ready to rumble? What is my love? Oha! Darf ich das mal fotografieren? Jetzt riecht es den ganzen Tag nach Nasenhaaren. Nach angekugelten. Wir versuchen das Rad möglichst in der Position zu halten. Ja, das wäre super. Oh, amazing. Genau. Und dann kommt Mattes 2 angefahren. Mattes Blau, kannst du noch zurückfahren, noch ein bisschen zurückfahren? Genau, du stehst jetzt hier vorne. Dass, naja, du, dass du dann das abstellst und hier vorne ans Rad rangehst. Ist der Lappen da? Warte, mach das, spiel das mal. Spiel das mal so aus, stell du dich auch so mal. Soll ich noch ein Stück fahren von da hinten irgendwo oder direkt einfach hier so abstellen? Ja, abstellen. Also naja, ja genau, reinfahren wäre glaube ich gut. Genau.
bist du denn? Hi. Ja, ich habe deine Adresse einfach hier ins Handy eingegeben. Das hat die Ankunftszeit perfekt berechnet. So. Filmst du noch? Ja. Ich bin der Maxi. Maximilian, also eigentlich heiße ich Maximilian, aber das ist mir zu lang. Ich bin Maxi, also eigentlich Maximilian, aber das ist mir irgendwie zu lang. Und was machst du jetzt gleich in der Szene? Ich stelle mich da hin und sage ich, perfekt ins Navi eingerechnet. Bist du ja endlich. Ja, verpünktlich. Ich habe deine Adresse einfach hier ins Navi eingegeben. Dass du das dann perfekt berechnet und so muss ich. Okay, du wirst bestimmt ein Steuerberater. Wo fahren wir denn jetzt hin? Lass dich überraschen. Okay, los geht's. Ja. Okay. Leute! Die fahren jetzt weg. Ich glaube, die haben das nicht gehört. Wir fahren jetzt erstmal weg. Wir drehen einfach ohne die, okay? Wir drehen jetzt noch so für. Wir lassen den Stadt jetzt noch so ein paar Stunden weiterlaufen. Leute! Ah, da. Ah. Wir sind jetzt hier am O1-Gebäude, räumen gerade wieder die Sachen auf. Wir waren gerade bei Meckes. Und und ich kann halt zaubern. Und ihr könnt schweben. Wie geil ist das denn? Oh, nicht ganz runter. Jetzt nur ein bisschen lang. Ich bin nicht mal so schlau und nehme keine Jacke mit und keinen Rucksack. Das ist smart, oder? Du musst dann ganz an der Heizung sein und Mathis kann eigentlich so ein kleines bisschen so nach vorne im Oberkörper. Läuft, alles klar. Polizei, noch was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hier, Niklas Manuel Röhm hier. Wir haben einen Notruf hier. Hier verfolgen uns so zwei Männer. Wir haben so eine Kassette im Wald gefunden. So eine Geldkassette oder sowas. Oder war leider kein Geld drin und so ein Peilsender oder sowas. Jo, und bitte! Gezogene Knarre, eine Knarre gegen die habe ich im Kofferraum. Und ich sage, die Jungs kommen ja auf die Straße gelaufen, bevor ich komme. Ihr steht dann ungefähr so hier. Und winkt ja dann hierher, dann komme ich hier vorgefahren, sag euch dann hinter das Auto und dann geht ihr hinter das Auto. Und das war's ja Schon für euch. Und dann gehen Flo und ich weiter. Gehst du vor oder ich vor? Nee, du gehst schon vor, weil ich die Jungs noch gehen. Okay. Du rennst sofort und im Schuppen, Hände hoch. Ans Fenster. Alles klar. Und nicht bewegen. Schön ruhig bleiben. So, da haben wir es. Schön rauskommen. Und die Hände auf den Rücken. Haben wir die Hände auf den Rücken? Können wir rumkommen?
So kannst du bleiben. So, das geht so. Ja, jetzt hab ich verloren vom Leben, Alter. Klingeling, klingeling. Ich hatte da kaum irgendwas. Nein, du musst einfach anfangen. Okay, stopp. Gemütlich. Ich komm von hier.